Was up und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Mockdraft. Sorry, dass in letzter Zeit so unregelmäßig bzw. so wenig Content kommt. Ich versuche mich da zu bessern, aber es ist gerade einfach ein bisschen stressig mit der Schule, deswegen seht es mir nach und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Noch kurz davor, sorry, dass ich es ein bisschen verkackt habe. Ich nehme das hier jetzt auch ziemlich kurzfristig auf. Also wir haben es jetzt hier 21.30 Uhr am Dienstag und das Video soll jetzt halt auch noch am Dienstag hochgeladen werden. Ich gebe mein Bestes. Deswegen werden jetzt heute wieder genau dieselben Teams genauer beleuchtet wie letzte Woche. Ab nächste Woche wird sich das dann bessern und dann werden auch andere Teams genauer beleuchtet, während Teams, die jetzt heute beleuchtet werden und letzte Woche beleuchtet wurden, nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger beleuchtet werden. Ich würde sagen, wir starten dann damit direkt rein und wir fangen an mit Pick Nummer 1. Pick Nummer 1, genau wie letzte Woche, Jacksonville Jaguars selecten Trevor Lawrence. Wäre auch dumm, wenn sie irgendwas anderes machen, außer vielleicht das ganze Ding wegtraden. Aber da wir jetzt heute noch ohne Trades machen, vielleicht ab nächste Woche mit Trades, mal schauen, deswegen bleiben die Jacksonville Jaguars noch bei Trevor Lawrence. Auf der Nummer 2 haben wir die New York Jets und die draften dieses Mal Wide Receiver Devontae Smith aus Alabama. Und damit entscheiden sich die Jets anscheinend Sam Darnold zu behalten, was ich persönlich gutheißen kann. Also ich finde Sam Darnold echt keinen schlechten Quarterback. Ich glaube, es lag höchstwahrscheinlich eher an Adam Gase, aber das sehen wir dann. Auf der Nummer 3 haben wir die Miami Dolphins, die jetzt nicht Devontae Smith sich holen können. Die holen sich jetzt Schutz für Tua und das ist Penei Sewell, Offensive Tackle aus Oregon. Da gehen wir direkt weiter zu den Atlanta Falcons, da es jetzt den Dolphins nicht mehr viel zu sagen gibt. Atlanta Falcons haben jetzt die Wahl zwischen Justin Fields oder Zach Wilson. Sie entscheiden sich für Zach Wilson aus BYU und haben damit wieder ihren Quarterback der Zukunft gesichert. Auf der 5 sind jetzt die Cincinnati Bengals, die brauchen definitiv Schutz für Joe Burrow, deswegen nehmen sie einfach den nächstbesten Offensive Tackle und das ist meiner Meinung nach Rashawn Slater von Northwestern. Es führt eigentlich kaum was anderes vorbei, als dass man in der ersten Runde Offensive Line draftet. Man muss Joe Burrow einfach beschützen, sonst passiert dasselbe wie dieses Jahr oder wie diese Saison, dass sich Joe Burrow einfach verletzt. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen, dass er eine gute, gesunde Karriere hat. Deswegen Schutz für Joe Burrow, Priorität Nummer 1 bei den Bengals. Auf der 6 haben wir die Philadelphia Eagles und die kriegen wieder Ja'Marr Chase. Für die ändert sich, glaube ich, nicht viel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gehen wir direkt weiter zu den Detroit Lions und für die ändert sich auch nichts. Jalen Waddle geht zu den Detroit Lions und sind damit auch wieder ziemlich zufrieden mit ihrer Auswahl. Die Carolina Panthers haben jetzt tatsächlich die Chance auf einen Quarterback und wir nehmen jetzt mal an, dass Deshaun Watson bei den Texans bleibt und nicht zu den Panthers kommt und sich die Panthers keinen Quarterback holen und deswegen holen sie sich Justin Fields, wenn er noch auf dem Board ist, warum nicht? Und damit haben die Panthers eigentlich einen ziemlich großen Schritt nach vorne gemacht. Wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Auf der 1 haben die Jacksonville Jaguars sich wieder Trevor Lawrence geholt, Quarterback aus Clemson. Die New York Jets holen sich Wide Receiver aus Alabama, Devontae Smith. Die Miami Dolphins verstärken sich in der O-Line. Penei Sewell kommt zu den Miami Dolphins. Auf der 4 sind die Atlanta Falcons, die sich Zach Wilson greifen, Quarterback aus BYU. Die Cincinnati Bengals holen sich Rashawn Slater, den nächstbesten Offensive Tackle aus Northwestern. Die Philadelphia Eagles holen sich Ja'Marr Chase, Wide Receiver aus LSU und verstärken damit ihre Offense. Genauso wie die Detroit Lions, die holen sich Jalen Waddle, Wide Receiver aus Alabama. Und die Carolina Panthers verstärken auch ihre Offense und draften Justin Fields, Quarterback aus Ohio State. Auf der 9 sind die Denver Broncos, die holen sich wieder, wie im letzten Mock-Draft schon, Patrick Surtain aus Alabama. Cornerback ist da, glaube ich, eigentlich einfach der größte Need, deswegen macht es eigentlich nur Sinn, Patrick Surtain zu holen. Auf der 10 sind die Dallas Cowboys, die holen sich Caleb Farley aus Virginia Tech, auch Cornerback und genauso wie bei den Broncos ist auch bei den Dallas Cowboys Cornerback wahrscheinlich der größte Need, also definitiv Defense muss gedraftet werden und das ist dann die Secondary sehr wichtig, deswegen Caleb Farley zu den Cowboys. Die New York Giants sind auf dem Board und holen sich diesmal Linebacker Micah Parsons, der auch wieder ziemlich runterdroppt.
Ist echt merkwürdig, dass der jedes Mal bei mir so runterdroppt, obwohl er eigentlich so ein wirklich richtig guter Prospect ist. Aber naja, die Giants sagen Dankeschön, nehmen sich Micah Parsons mit und gehen weiter. Wir gehen auch weiter. San Francisco 49ers haben die Chance auf einen neuen Quarterback, genau wie im letzten Mock-Draft. Trey Lance soll es sein, Quarterback aus North Dakota State. Die LA Chargers sind an der Reihe und müssen definitiv Justin Herbert beschützen. Und das macht man doch am besten mit einem Offensive Tackle. Samuel Cosmi kommt deshalb zu den LA Chargers. Und wir gehen weiter zu den Minnesota Vikings, die sich Elijah Vera Tucker holen. Auch O-Liner, aber diesmal Offensive Guard. Aus USC ist der Gute und wir machen direkt weiter mit den New England Patriots. Und die können sich diesmal nicht Micah Parsons stehlen, sondern müssen, oder was heißt müssen, gehen für Kyle Pitts, Tight End aus Florida. Und damit macht man eigentlich auch nicht viel falsch. Ist so ein bisschen ähnlich wie Gronk. Also, und wenn man was mit den Patriots verbindet, oder wenn man Gronk mit etwas verbindet, dann wahrscheinlich mit den Patriots. Deswegen passt es doch wie die Faust aufs Auge. Kyle Pitts, also zu den New England Patriots. Wir fassen das Ganze nochmal zusammen und nehmen dann noch die Arizona Cardinals mit auf. Auf der 9 sind die Denver Broncos. Patrick Surtain kommt zu ihnen, Cornerback aus Alabama. Und die Dallas Cowboys machen es ebenso. Auch Cornerback aus Virginia Tech, aber diesmal und zwar Caleb Farley. Die New York Giants holen sich Micah Parsons, Linebacker aus Penn State und verstärken damit ihre Defense enorm. Die San Francisco 49ers holen sich ihren neuen Quarterback Trey Lance aus NDSU. Die LA Chargers holen sich in der O-Line Verstärkung und holen sich Samuel Cosmi aus Texas. Die Minnesota Vikings holen sich auch einen O-Liner, aber einen Offensive Guard und zwar Elijah Vera Tucker aus USC. Die New England Patriots holen sich Kyle Pitts, Tight End aus Florida und verstärken damit mal wieder ihre Offense. Ist definitiv nötig, nachdem das letztes Jahr nicht wirklich was war. Und auf der 16 sind die Arizona Cardinals und die holen sich jetzt vielleicht sehr kontrovers, ich weiß, bisschen zu früh für einen Running Back und zwar Najee Harris, aber er ist auf dem Board, also warum nicht? In der zweiten Runde kommen wir definitiv nicht zu Najee Harris. Deswegen, wenn er noch auf dem Board ist, nimmt man ihn doch gerne mit. Auf der 17 sind die Las Vegas Raiders und die Las Vegas Raiders holen sich für ihre Defense Jeremiah Owusu-Koramoah. Diesmal gibt es keinen wirklichen Draft-Stil. Er wird diesmal an der richtigen Stelle gedraftet und die Las Vegas Raiders verstärken sich da sehr gut in der Secondary ihrer Defense. Auf der 18 sind die Miami Dolphins und die ziehen jetzt gleich, da sie sehen, dass Running Backs doch anscheinend gefragt sind und holen sich deshalb Travis Etienne aus Clemson, auch ein Running Back, und machen damit eigentlich auch relativ viel richtig, weil die Offense dadurch einen großen Schritt nach vorne macht. Das Washington Football Team ist auf dem Board und die holen sich dieses Mal einen Quarterback und zwar Mac Jones aus Alabama, machen damit auch wahrscheinlich ziemlich wenig falsch. Ist ein solider Quarterback. Mal schauen, ob der in der NFL Fuß fassen kann. Werden wir sehen. Die Chicago Bears dürfen draften und die haben einen großen Need auf Quarterback. Aber auch dieses Mal gibt es keinen Quarterback für die Bears. Sie holen sich wieder einen Offensive Tackle und zwar Christian Darrisaw aus Virginia Tech. Und es ist an sich ein guter Pick, wären es jetzt nicht die Bears, die definitiv einen Quarterback brauchen. Aber vielleicht, wir schauen, was die Offseason so hergibt oder ob die Bears wieder auf Mitch Trubisky vertrauen. Ich würde es persönlich nicht machen, aber naja, ich bin ja auch nicht im Bears-Vorstand oder der Bears-Coach. Wir gehen weiter zu den Indianapolis Colts und die holen sich J.C. Horn, Cornerback aus South Carolina, machen damit ihre Defense noch ein Stück gefährlicher, wobei die Defense dieses Jahr eh schon sehr, sehr krass war. Aber ich glaube, über den Cornerback würden sich die Colts wahrscheinlich jetzt nicht beschweren und wenn es dann noch J.C. Horn ist, dann sagt man da definitiv nicht nein zu. Die Tennessee Titans sind auf dem Board und holen sich den ersten Edge Rusher hier im Draft und zwar Quiddy Paye aus Michigan und der passt da gut, eigentlich ziemlich gut hin und wir gehen direkt weiter, ohne viel darüber zu reden, zu den New York Jets. Die holen sich Azeez Ojulari, diesmal Edge Rusher aus Georgia. Also man hat jetzt einen. Was habe ich denn vorhin gedraftet? Ich glaube, ein Wide Receiver haben wir vorhin gedraftet. Ja, stimmt, Devontae Smith haben wir vorhin gedraftet für die Jets. Und hat jetzt noch einen Edge Rusher. Also zweimal außen so gesehen. Nicht schlecht. Macht man eigentlich, glaube ich, nicht viel falsch mit. Und wir gehen direkt weiter zu den Pittsburgh Steelers.
die Trevon Jenkins, Offensive Tackle aus Oklahoma State, holen. Und ich denke, auch hier macht man alles richtig, weil Offensive Line muss gestärkt werden bei den Steelers. Vor allem, wenn man jetzt sich doch dazu entscheidet, mit Big Ben weiterzumachen, der wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel scramblen kann, weil er jetzt schon wirklich ziemlich alt ist. Wir fassen das Ganze hier nochmal zusammen. Die Las Vegas Raiders holen sich Linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah aus Notre Dame. Die Miami Dolphins verstärken sich in der Offense mit Running Back Travis Etienne aus Clemson. Das Washington Football Team holt sich Mac Jones, Quarterback aus Alabama, und versucht damit in der Offense mal anzugreifen. Die Chicago Bears holen sich Christian Derisor, Offensive Tackle aus Virginia Tech. Die Indianapolis Colts verstärken sich in der eh schon sehr starken Defense und holen sich J.C. Horn. Die Tennessee Titans holen sich Quitty Paye, Edge Rusher aus Michigan. Die New York Jets sind auf dem Board und holen sich Aziz Ojulari, Edge Rusher aus Georgia. Und die Pittsburgh Steelers verstärken sich in der O-Line mit Trevon Jenkins aus Oklahoma State. Wir machen weiter mit Pick Nummer 25, und das sind die Jacksonville Jaguars. Und auch die müssen wieder ihren Quarterback Trevor Lawrence beschützen und holen sich dafür Jalen Mayfield aus Michigan. Offensive Tackle ist wahrscheinlich die beste Wahl, um seinen neuen, frisch gedrafteten Quarterback zu schützen. Da kann man direkt eine gute Chemie aufbauen, wenn die beiden gleichzeitig in die Liga kommen. Und wir machen weiter mit den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns verstärken sich auch in der Defense und holen sich Nick Bolton aus Missouri. Der Typ ist wirklich sehr krass, deswegen wäre das sogar sehr gruselig, wenn die Browns sich so einen krassen Linebacker holen, egal ob es jetzt Owusu-Koramoah oder Nick Bolton ist oder vielleicht sogar Micah Parsons, auch wenn der jetzt wahrscheinlich nicht so tief fallen wird, aber naja, ist ja jetzt nicht wichtig. Und wir machen einfach weiter mit den Baltimore Ravens in der Hoffnung, alle anderen Fans, dass die Browns das nicht machen, weil wir wollen nicht so eine gruselige Defense haben. Die Baltimore Ravens sind auf dem Board und holen sich Wide Receiver Rashad Bateman aus Minnesota. Man braucht einfach neue Waffen für Lamar Jackson, und da ist Rashad Bateman doch eigentlich die beste Wahl. New Orleans Saints sind auf dem Board und holen sich Edge Rusher Jalen Phillips aus Miami. Der passt da irgendwie sehr gut hin. Also ich denke, dass der genau in das System von den New Orleans Saints passt. Ich weiß auch nicht warum, habe da irgendwie so das Gefühl, dass der da genau reinpasst. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Die Green Bay Packers sind auf dem Board und wollen für Aaron Rodgers ein bisschen Schutz bieten und holen sich dafür Liam Eikenberg aus Notre Dame, Offensive Tackle. Macht man eigentlich auch nicht viel falsch mit, auch wenn wahrscheinlich ein Wide Receiver die bessere Option wäre. Die Buffalo Bills sind auf dem Board und holen sich den nächsten Linebacker, Saven Collins aus Tulsa. Die Browns hätten sich auch Saven Collins holen können, aber haben sie nicht. Deswegen, wenn er noch offen ist, holen sich die Bills den eben. Und wir fassen das Ganze wieder zusammen und packen dann noch die Kansas City Chiefs und die Tampa Bay Buccaneers dazu. Auf der 25 haben wir die Jacksonville Jaguars, die draften Jalen Mayfield, Offensive Tackle aus Michigan. Die Cleveland Browns verstärken ihre Defense in gruseliger Art und Weise. Nick Bolton aus Missouri kommt also zu den Cleveland Browns. Die Baltimore Ravens draften Rashad Bateman, Wide Receiver aus Minnesota, während sich die New Orleans Saints mit Jalen Phillips in ihrer D-Line verstärken. Die Green Bay Packers verstärken ihre O-Line mit Liam Eikenberg aus Notre Dame, während die Buffalo Bills Saven Collins, den Linebacker aus Tulsa, draften. Die Kansas City Chiefs sind auf dem Board und draften Creed Humphrey, Interior Offensive Lineman aus Oklahoma, während die Tampa Bay Buccaneers Gregory Russo, Edge Rusher aus Miami, holen und damit ein gewagtes Experiment eingehen, das sich doch vielleicht lohnen könnte. So, Mock Draft ist zu Ende. Diesmal, ich glaube, ein bisschen kürzer. Wenn euch der Mockdraft gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Mockdraft in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, würde mich wirklich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, haut's rein. Servus!